Hier haben wir es jetzt. Ich habe den ein bisschen Holzspäne, so Zeug reingegeben. Diesmal sind sie auch ein bisschen intelligenter und machen nur den Weben Heißklebepistolen, nur den vorderen Eingang zu. Und tun nicht wieder das Ganze, also alles zuweben wie die Idioten, dass sie wieder sich selbst einbarrikadieren. Trag nicht so viel. Der hat jetzt gerade so richtig ein kleines Staubfutzelchen packt. Ja, und dann hast du es eben so, die halten das so fest oder drücken das gegen. Und dann kommen normalerweise eh schon die anderen Arbeiterinnen mit ihren Larven und kleben das alles fest. Was ist los? Was dämlich ist, was stecken bleibt. Grundsätzlich ist diese Webeaktion ja auch ziemlich einfach und simpel gestrickt. Du sammelst Dinge, drückst sie hin, die werden festgewebt und dann ziehst, reißt und trampelst du so lange drauf rum, bis es so passt, wie du es dir vorstellst. Alles, während es noch 100 Mal festgeklebt wird. Also, theoretisch gesagt, machen sich's eben die echten Webeameisen, also die Oxophilia, einfacher, weil sie einfach nur Blätter zusammenziehen und dann zusammenweben und überall, wo die Blätter etwas abstehen, die festweben und da Blätter meistens sehr rundlich sind. Und so weiter machen sie sich's eben etwas einfacher, während bei den Polyhachis das sehr komisch ausfallen kann, je nachdem, was sie zurückbringen. Weil wenn man jetzt sowas zurückbringt, wie die eine hier zurückbringt hat, so ein Stückchen Holz, was aber in vier verschiedenen Seiten absteht, dann kann es für die Ameisen schon ein ganzer Kraftakt sein, das dann zu einem runden oder wenigstens einigermaßen flachen so einer einigermaßen flachen Oberfläche zu zerweben, verweben. Grundsätzlich machen sie halt auch sowas, wie man hier jetzt hier oben sieht, hier, dass die Larven, auch wenn sie nichts haben, einfach mal festweben. Dann entsteht so ein grobes Netz.
Und da kleben dann die Arbeiterinnen Zeug rein, das sie finden. Die ist sich gerade hier nicht sicher, ob sie das größere Stück nehmen soll. Na, ich glaube, sie entscheidet sich fürs größere Stück, oder auch nicht. Sich wundert, was das hier ist, das sind nur Sägespäne. Also nicht mal Sägespäne, sondern Sägemehl. Und hier sieht man jetzt, was ich meine. Die einen Arbeiterinnen kleben mit den Larven alles so zusammen, die anderen Arbeiterinnen sammeln Zeug und die dritte Variante von Arbeiterinnen zieht, zerrt und schiebt dieses Gespinst so lange hin und her, bis es eben die gewünschte Konsistenz und so hat. Und dann wird das eben so wie hier gezogen. Und geschoben und die Stückchen wieder rausgerissen und wieder neu versetzt. Theoretisch kannst du sagen, machen die Bolihatschis ein und dasselbe, was Waldameisen, Raubameisen und in gewissen Formen auch die Sklavenameisen, also die Serviformica, auch machen, wenn sie Tannennadeln und andere Dinge sammeln und auf ihrem Nest aufhäufen. Den einzigen Unterschied, den die Bolihatschis halt noch tun, sie stabilisieren das alles noch. Also es ist nicht einfach nur aufeinander gehobene Dinge, sondern das wird noch mit Seide verklebt. Und das ist ziemlich fest. Hätte ich euch zeigen können, wo ich das Reagenzglas sauber gemacht habe, das bekommst du recht schwer da wieder weg. Da oben sieht man es jetzt gerade sehr schön hier für die Leute, die es hier. Die klebt jetzt gerade ihr Sägemehl. Jupp, jetzt hat es gemacht, ihr Sägemehl da rein. Jetzt geht es hier nochmal neues holen wahrscheinlich. Sammelt sie noch ein bisschen Sägemehl zusammen. Oder, oder, Hulk. Jetzt kommt sie wieder zurück, dann klebt sie es wieder fest. Was ich aber eben beobachten kann bei den Bolihatschis ist im Gegensatz zu den Waldameisen, jetzt klebt sie es dort wieder hin. Die finden auch die Löcher und das Zeug mit Hilfe ihrer Antennen. Also die fahren mit den Antennen über die gewebte Stelle und spüren genau, wo die Antennen reingehen oder nicht. Was ich jetzt sagen wollte, im Gegensatz zu den Waldameisen, die, naja, sagen wir mal so. Dort, wo Waldameisen leben, gibt es normalerweise genug Nadelbäume. Das heißt, der ganze Waldboden ist nochmals übersät mit Tannennadeln und sonstigen Scheiß. Die müssen es wahrscheinlich nicht machen. Aber Bolihatschis, wenn sie etwas sehr Lukratives an sowas finden, ich habe noch nicht herausgefunden, was die wirklich am geilsten finden zum Weben. Aber wenn sie halt etwas finden, das sie sehr schön und sehr toll finden zum Verweben in ihrem Nest, dann, keine Ahnung, wo sie das jetzt hintragt. Aha, ich glaube, jetzt ist sie draufgekommen, dass sie falsch abbogen ist. Jo. Aber da nicht. Manchmal denkst du echt, oder manchmal ist es echt kacke Hirn. Rennen die blind und blöd herum. Wie gesagt.
Wenn sie halt etwas finden, was sie sehr toll finden, zum Nest einweben, dann wird da auch markiert und dann wird da auch rekrutiert, wie zu einer Nahrungsquelle. Und dann gehen dort auch 7, 8, bei dieser kleinen Kolonie halt 7, 8, 9 Ameisen auf einmal dorthin und sammeln gemeinsam das ein und bringen es zum Nest. Könnt ihr jetzt kurz das, weil der ist nicht schon leer, kurz das so hinlegen? Und noch ein bisschen kleines Hülpschen schauen. Das sind kleine Holzspänchen. Damit die Leute das sehen. Das ist nur Holz. Okay, dass mir dieses Stück vom Kunstrasen jetzt am besten wieder gefallen hat, war wieder klar. Das ist wieder so super scheiße, das kann man wieder super herumformulieren. Hier rennt wieder eine mit ihrer Heißklebepistole spazieren. Ah ja, Haare gehen auch. Wie gesagt, es ist, du kannst verschiedene Dinge ausprobieren. Man merkt es dann nicht ziemlich schnell. Und ziemlich ausgiebig, was die Kolonie am tollsten findet. Was die Kolonie eben am tollsten findet. Und keine Ahnung, wäre interessant zu wissen, ob eigentlich dann verschiedene Kolonien verschiedene Vorlieben haben, was sie am liebsten sammeln. Auf jeden Fall, dort wo die Kolonien von Natur aus vorkommen, also die Ameisenart, sehen alle Nester ziemlich gleich aus. Das ist einfach das, weil auch der ganze Lebensraum, wo sie vorkommen, ziemlich gleich ausschaut. Da haben die nicht so viel Auswahl. Das meiste besteht einfach das Nest aus, naja, Erde. Nicht übertrieben. Das Nest kann in 3-4 Meter Höhe unter einem Baumast angelegt sein und besteht trotzdem aus Erde, weil die Arbeiterinnen vom Boden her Erde nach oben tragen. Kommt wieder eine mit der Heißklebepistole hinterher. Aber wie gesagt, die weben das eben so zu, dann gehen die Arbeiterinnen raus und rein, dann drücken und schieben sie das, dann kleben sie das Zeug dazu, dann weben sie nochmal drüber, dann drücken sie und schieben sie das wieder, dann weben sie es einmal, machen oft weben sie dann den gesamten Eingang komplett zu, dann beißen sie ein Loch rein, so dass gerade die Arbeiterinnen rein und raus können, dann wird das angebissene Loch, angebissene Loch
nochmal verwebt, dann werden wieder Sachen angeklebt und so weiter und so fort, bis eben ein kompakter, zugestehender, stehendes Objekt entsteht. Und wie gesagt, größere Polyhadrius-Kolonien, kleine wahrscheinlich auch schon so wie die, sieht man das in der Natur nicht. Die sind nicht sonderlich wählerisch, was ihren Neststandort angeht. Die leben in Löchern und so, die sie zuweben. Und wenn sie dann richtig groß werden, dann brauchen die schlicht und ergreifend nur einen Regen- bzw. wetterfesten Unterstand. Und in dem Sinne, überall, wo man bei uns in Europa Wespennester finden würde, bei so Unterhängseln, findest du in diesen Gegenden Polyhadrius-Nester, weil die danach einfach nur kopfüber an der Decke von irgendwelchen geschissenen Dachvorsprüngen oder so, wenn sie nicht weggemacht werden, einfach hängen. Weil wie gesagt, die Ameisen eben das Zeug hintragen und dann selbst dort festweben und sich damit selbst ein Nest erschaffen. Das heißt, die graben nicht, die beziehen einfach nur bereits bestehende Hohlräume, Schrägstrich Löcher oder eben, wie gesagt, bauen dann, wenn sie größer sind, ihr eigenes hängendes Nest an Unterständen. Außerdem, auch wenn es für die Ameisen halt oder für die meisten Ameisen nicht mehr so schwer ist, den Ameisen macht es nichts aus, wenn du das mehrmals kaputt machst. Das animiert die eher dazu, das Nest wieder neu zu bauen, neu zu renovieren, reparieren und sonstiges. Denn was die Ameisen halt da, was ich bis jetzt mitbekommen habe, nie mitbekommen ist, eine Ameisenkolonie, ein Termitennest oder ein Wespennest wird nicht gebaut und dann steht das für ewig, sondern das wird die ganze Zeit, egal ob es durch Tiere, Menschen oder die Natur selbst, kaputt gemacht, zerstört oder sonst was. Da bauen die Ameisen wie Lasius Niger ein Nest, das Nest ist dann so kniehoch, dann regnet es einmal wilder und dann ist das ganze Nest weg. Und was machen die Lasius Niger? Sie bauen es neu. Aber die Ameisenhalter sind immer so: Nein, das kannst du nicht kaputt machen. Da hatten die Tiere so viel Arbeit mit. Wisst ihr eigentlich, das Gleiche ist, man kann ein Spinnennetz nicht kaputt machen. Weißt du, wie viel Arbeit das für die Spinne ist? Das interessiert den Vogel nicht. Das interessiert den Wind nicht. Das interessiert den Fuchs oder das Reh nicht, das durchrennt. Oder das interessiert auch die Spinne selbst nicht, wenn eine Fliege reintritt und sie ihr halbes Netz damit zerstört. Das passiert eben, das ist eben so. Und da leben die halt damit. Aber na, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye bye.